Ja, das ist die dritte Neuauflage unserer Schleswiger Barocktage. Und ja, dieses Jahr ist es alles ein bisschen anders wie sonst. Wir haben lange überlegt, ob wir sie veranstalten sollen. Und jetzt nach reichlichen Überlegen mit einem erdachten Hygienekonzept für die Veranstaltung und auch reichlich Mitwirkenden, die helfen wollen und auch Unterstützern, ja, kann ich sie wieder durchführen. Ja, es gibt also verschiedene Handwerke aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Wir werden auch praktisch Alltagshandwerk vorführen, Berufshandwerke. Also ich führe natürlich als Fischer mein Fischereihandwerk vor. Dann haben wir Leute, die Bierbrauerei vorführen. Die brauen in Originalgerätschaften wie im 18. Jahrhundert Bier. Wir haben einen Buchbinder, der die Kunst der Buchbinderei macht. Wir haben einen Schmied und einen Kupferschmied dabei. Dann wird Zinngießen vorgeführt. Dann haben wir Leute, die textile Arbeiten machen, also verschiedene Textilien anfertigen. Einen Landvermesser haben wir, mit der die damaligen Techniken der praktisch Landvermessung zeigt. Ja, wir haben also einen Walfänger und einen Flenser, die das Rohmaterial für die entsprechenden Lampen praktisch produzieren. Ja, ich werde auch noch nebenbei eine Seilerei betreiben und wie es aussieht, werden wir eventuell noch einige weitere Unterstützer bekommen. Also es ist noch mit Überraschungszusagen bis zum kommenden Wochenende zu rechnen.